Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worms Ultimate Mayhem. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich melde mich endlich mal nach langer Zeit wieder zurück mit einer neuen Folge. Und ja, wir waren in Mission 24 stehen geblieben, noch 11 Missionen fehlen uns bis zum Ende. Ich hoffe, dass das jetzt alles reibungslos über die Bühne läuft und in wenigen Folgen dann quasi dieses Projekt abgeschlossen ist. Ja, ich habe mich eine Zeit lang wieder nicht gemeldet. Dafür möchte ich natürlich auch meine Gründe nennen, und zwar war diesmal ein Problem mit meinem Renderprogramm VirtualDub, was ich halt neben Camtasia Studios benutze. Und zwar braucht man für VirtualDub, damit das die Videos erkennt, einen sogenannten Codec. Der ist leider abgelaufen, den ich zurzeit benutzt habe, beziehungsweise nicht zurzeit benutze ich einen anderen, den damaligen Codec, den ich davor benutzt habe. Der ist abgelaufen, weil es nur eine Demo war, und um den weiter nutzen zu können, müsste ich dann Geld bezahlen. Und da habe ich mir überlegt, nee, das ist eigentlich nicht nötig, weil es gibt bestimmt auch Codecs, die quasi kostenlos sind und zudem auch noch dauerhaft genutzt werden können. Und dementsprechend habe ich auch einen gefunden und werde jetzt auch diesen benutzen. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, die Mission war jetzt ein bisschen so in Vergessenheit geraten. Ich glaube, da musste man irgendwas beachten, was ich jetzt nicht getan habe. Blablabla. Ach genau, das war der Betonesel. Das war diese Kiste, die neben mir lag. Und die habe ich jetzt zerstört. Ja, okay, das war jetzt dumm. Ja, habe ich jetzt, während ich euch über das Problem, was ich jetzt hatte, berichtet habe, total vergessen, dass man hier ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und ich hatte, glaube ich, auch noch in Erinnerung, dass wir, als wir die Mission letztes Mal gespielt haben, da auch Probleme hatten, dass uns die Piraten hier übelst zugesetzt haben. Aber ich denke, die Mission sollten wir schaffen. Deshalb werden wir sie auch angehen. So, jetzt nochmal hier über das Seil balancieren. No. No help from the audience, please. Ja, okay, jetzt habe ich hier ein bisschen hey. An dem Ding getrödelt. The clock's ticking. Ja, jetzt hänge ich hier auch noch fest. Ich muss einfach mal die Granate dahin. Da muss ich ja sagen, das gefällt mir nicht so gut an dem Spiel. Hier sind ziemlich viele Bugs, wo man sich irgendwie an Texturen festhängen kann. Oder verhaken. Finde ich ein bisschen blöd. Aber das Spiel hat ja auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel. Von daher kann man jetzt sagen, im Großen und Ganzen ist es für mich persönlich mein Lieblings-Worms-Spiel. Ich muss ja eigentlich sagen, so im Großen und Ganzen finde ich ja Worms, so die Titel. Oh je. No help from the audience, please. Okay. Ja, das war jetzt irgendwie bescheuert. Ich glaube, da machen wir doch mal lieber noch einen Neustart. Wäre ja, glaube ich, besser angebracht. Im Endeffekt ist es ja recht simpel, bis halt auf der direkt neben der Kiste steht, weil den kann man ja nicht mit irgendwelchen explosiven Waffen angreifen, weil sonst die Kiste mit drauf gehen muss. Und das ist ja das Ziel der Mission. Wir dürfen die Kiste auf keinen Fall zerstören. Kann ich nicht eigentlich direkt hier rüber springen? Man muss schon eigentlich über das blöde Seil balancieren, ist auch unnötig. So. No help from the audience, ich denke mal, den hier schalten wir direkt mal mit dem Dynamit aus. Wow. Da wir das ja auch nicht für den da oben mit der Kiste benutzen können. Dann verstecken wir uns hier mal hinter dem Haus. Oder so. Ja, würde ich sagen, sind wir doch gut positioniert. Und dank dem Dynamit können wir den auch direkt
0 Leben überlassen, das heißt, er ist tot. Boah, da hat Sascha aber nochmal Glück gehabt. Ja, man kann sagen, Anton und Sascha stehen ja nicht auf einer guten Position. Aber dennoch reicht es, dass wir wieder am Zug sind und denke ich mal, wo ist denn der nächste hier? Okay, da ist eine Mine. Mal gucken. Den können wir eigentlich so. Okay. Manu. Was war das jetzt irgendwie? Ich konnte gar nicht richtig zielen. Das fand ich jetzt nicht cool. Ja, das Blöde ist, sie sind auf quasi auf Dächern. Und wir haben keine Hilfsmittel, um da hochzukommen. Klar, man hat jetzt da noch die Rampe gesehen, aber da drunter ist eine Mine. Ich glaube, die wird dann direkt ausgelöst. Aber warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ah, jetzt geht's. Wenn wir die hier so einschlagen lassen. Dann nicht. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, dass der jetzt so schön seitlich ins Wasser fliegt, aber meine Berechnungen haben nicht ganz gestimmt. Was wieder ein Vorteil für die Gegner ist. Aber dieser Schuss ging auch daneben. Das heißt, beide Seiten machen einen kleinen Fehler. So. Die Frage ist nur, Alter, muss sagen, ich habe überhaupt keine Zeit zum Überleben. Ja, das meine ich halt. Das ist doch voll fies. Die Map ist so konstruiert, dass man echt Probleme hat. Die Frage ist nur, ja, auch guter Zug. Was ist, wenn wir uns einfach schnell die Kiste schnappen? Ob wir dann schon gewonnen haben? Ich meine, wenn man überlegt, wenn wir die Kiste haben. Wobei, ach hallo. Du stehst da eigentlich auch ziemlich gut. Ja, der hätte aber auch ins Wasser fallen können. Natürlich nicht. So, jetzt haben wir aber auch zwei Kandidaten, die, sagen wir mal, jeweils mit einem Schrotflintenschuss draufgehen. Zum einen. Na komm. No help from the audience, please. The winds be not in our favor, man. Nein. Oh Mann. It be a plank for you, me lad. Das ist doch nicht wahr. Wollen diese? Das ist doch schon. So, als wären die Computer perfekt mit Berechnung. Weil wer schießt bitte erstmal nach oben und nimmt genau nur die Richtung des Winds in Betrachtung. Weil die schießen ja genau senkrecht nach oben. Das finde ich richtig bescheuert. So, wir haben zum Glück noch eine Schrotflinte. Aber. Ja, wir kommen da nicht hoch, oder? Kommen wir da hoch? Doch, wir kommen da hoch, locker. So, was kann ich mit dem machen, damit er stirbt? Die Palme stirbt mich ein bisschen. Ey, das gibt's doch nicht. Ich habe doch schon linke Maustaste gedrückt. Naja, die Gegner fällen auch wieder. Na doch nicht, Mist, Sascha wurde getroffen.
Ja, wir müssen den irgendwie loswerden. Auch den dürfen wir nicht vergessen. Ja. Jetzt hammert aber. Also, eigentlich fehlt nur noch der auf der Kiste. Bei der Kiste meine ich nicht, ja, auf der Kiste. Och ne, Winnie wird jetzt sterben. Ne, doch nicht. Der wird erst mal ignoriert. Pass around me, sorry, sea dog. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Boah, diese Kamera ist manchmal auch für den Arsch. Ui. Meisterleistung. Ich glaube, ich chill hier erstmal. So, das Problem ist jetzt nur, wenn der jetzt auf Winnie geht. Was aber nicht der Fall ist, schon mal gut. Ja, und man muss kassieren, aber er überlebt das natürlich noch. So, jetzt ist Winnie drin. Und jetzt. Tschüss. So. Der ist auch weg. Der Captain Vigrilli, oder wie er hieß. Jetzt ist Sascha wieder im Fokus. Wird das überleben? Nee. Das bedeutet, jetzt liegt es an Anton. So. Und. No help from the audience. Tschüss. Gewonnen. Victory. Ja, das war eigentlich. Bei den ersten Malen habe ich mich verdammt dumm angestellt, muss man sagen. Das hätte man echt schon bei dem ersten Versuch regeln können, aber dennoch haben wir es geschafft und es geht weiter mit Scholje. Scholje? Der Urlaub unseres Helden verlief nicht ganz nach Plan. Am Kai gab es stürmisches Wetter, wodurch einige Touristen verloren gingen. Glücklicherweise wurde unser Held an die Küste der kleinen Würmerinsel gespült. Hilf ihm dabei, möglichst viele Unruhe zu stiften, um die Küstenwache auf sich aufmerksam zu machen, damit er gerettet werden kann. Okay, das ist scheinbar eine kleine Mission. Aber passt auch gut, weil es wäre jetzt nicht so angebracht, eine große Mission noch zu machen, von der Zeit her. Oh, mit Leuchtturm sogar. Und einem zerstückelten Fisch. Hoch, wer ist das denn? Der nutzlosen Reiseleiter entsorgen. Okay. Wie machen wir das am besten? Indem wir hier eine Kiste nehmen. Mit einer Bazooka. Und dann knallen wir ihn einfach ab. Bam. And we have the first point on the board. So, und nü, was müssen wir jetzt machen? Kisten holen. Yes. And he's gone for the box. Okay, jetzt haben wir unendlich Jetpack. Und noch mehr Jetpack.
Hui, Lighting. Hup. Und zwei Plattformen. Okay, jetzt müssen wir ganz nach oben auf den Leuchtturm. Ach, jetzt haben wir gar kein Jetpack mehr. Ich dachte, wir hätten jetzt noch die unendlichen Jetpacks. Okay. Die Hand ist auch cool. Ich denke mal nur, die dient nicht als Plattform, sondern wir müssen einfach da oben hoch. Okay. Ich denke mal... Kommen wir nicht auf den zweiten Ring? Irgendwie... Genau, so. Moment. So muss es eigentlich gehen. Yes. Yes. So. Den. Oh, kommen wir da hoch? Hey. Oh, ja, gerade so noch. And he's gone for the box. Ein Fallschirm. Gut, jetzt machen wir hier einfach ein Parcours oder was? Ja, ob das noch reicht? Ja doch, müsste eigentlich. Hui. Und eine Leuchtrakete oder sogar zwei. Und damit haben wir diese Mission auch noch geschafft. Ja, wieder ein guter Auftakt für dieses Projekt. Und ich bedanke mich dann wieder fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Ciao. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du dem Video einen Daumen nach oben geben oder auch gerne einen Kommentar posten. Weiterhin hast du jetzt die Möglichkeit, unten links auf unser Kanallogo zu klicken. So kommst du direkt auf unseren Kanal, wo du dir weitere Videos anschauen kannst. Zudem kannst du uns sofort kostenfrei abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Einfach auf den Subscriber-Button klicken und fertig. Wir haben auch eine Facebook-Seite, wenn du möchtest, lass auch dort ein Like oder eine Nachricht da. Und zu guter Letzt stehen hier drei Videos zur Auswahl, draufklicken, ansehen. Wir wünschen gute Unterhaltung, somit verabschieden wir uns mit diesem Video, bis zum nächsten Mal und hau rein, ciao!